Schon am zweiten Tag des Jahres hatte die kreiseigene Entsorgungsgesellschaft EGLZ Grund zum Feiern. Im Zittauer Gewerbegebiet Petau konnte ein neu errichteter Wertstoffhof eröffnet werden. Gut 250.000 Euro wurden vor Ort investiert. Neben einer 100 Quadratmeter großen Lagerhalle entstand auf dem Gelände auch ein Büro- und Sozialtrakt. Geschäftsführer Frank Ritter schaut auf die letzten 3 Monate und die Bemühungen vor Ort zurück. Die Firma Ostec hat hier am 19. September mit dem Bau begonnen. Wir hatten natürlich nicht die einfachsten Witterungsbedingungen. So war zum Beispiel die Baugrube mal eine kleine Seenlandschaft. Fazit war, es musste eine zusätzliche Drainage verlegt werden. Eine Elektrofirma aus dem Landkreis hat dann die Außenbeleuchtung und die Elektroinstallation realisiert. Wir waren sehr zufrieden mit den Arbeiten der Stadtwerke. Die Medien wurden zum Zeitpunkt wie gefordert herangeführt. Und letztendlich hat die Firma Eichler aus Oberseifersdorf die Tor- und Zaunanlage errichtet. In den vergangenen 4 Jahren nutzte die Entsorgungsgesellschaft ein gemietetes Grundstück auf der Max-Müller-Straße im Zittauer Osten für ihre Aufgaben. Für den Geschäftsführer ist der neue Standort ein wirklicher Gewinn. Ja, die Vorteile liegen hier eindeutig darin, dass wir in den alten Standort natürlich die Sanitäranlagen nicht direkt im Bereich des Wertstoffhofes waren. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit der Nutzung einer größeren Fläche und gleichzeitig natürlich auch die Aufbewahrung von wertvollen Elektroaltgeräten in einer Halle. Und die Vorteile liegen auch noch darin, dass es ein eigenes Grundstück ist und wir hier im Prinzip über alles Mögliche natürlich das Hausrecht haben in der Errichtung oder Unterhaltung. Aus Görlitz war sogar Landrat Bernd Lange zur Eröffnung angereist. Das EGLZ ist ja eine Firma, die für uns das Einsammeln des Hausmülls vornimmt und hat sich auch der Aufgabe gewidmet, den Wirtschaftskreisläufen Bedienung zu geben. Das heißt auch unseren Bürgern anzubieten, ihre nicht mehr benötigten Utensilien abzugeben, um sie wieder zuzuführen dem Kreisläufen. Und das ist ein Hof, den wir heute hier in Betrieb nehmen, der dazu beiträgt. Für uns ist Zittau ein wichtiger Standort in vielerlei Hinsicht. Es ist nicht nur wegen dem Abfall und dem Müll, wo wir eine Pflichtaufgabe haben, das zu organisieren. Nein, es ist auch zum Beispiel beim Krankenhaus ganz wichtig, der Standort. Es ist uns wichtig, nochmal deutlich zu sagen, dass es auch als Bildungsstandort weiterhin eine Rolle spielen wird. Siehe BSZ, siehe Gymnasium, aber auch die Zibi ist eine Sache, die wir nach wie vor betreuen werden. Übrigens die neue Annahmestelle für Sperrmüll, alte Elektrogeräte, Glas, Alttextilien und viel mehr ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 16, am Dienstag und Donnerstag sogar bis 17 und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.